Kapitel 13. Finanzierte Handelsgeschäfte. Ein Milliardär wurde einmal gefragt, wie haben Sie es denn so schnell zu so einem Riesenvermögen geschafft? Er antwortete sehr trocken darauf, ich habe schon mit einem sehr, sehr großen Vermögen angefangen. Was meine ich damit? Ganz einfach, 3% auf 100 Millionen sind viel besser als 20% auf 100.000. Unser Milliardär war nämlich mit sehr viel geliehenem Geld gestartet. Es ist leicht, von 100 Millionen auf eine Milliarde zu kommen. Es ist aber sehr schwer, von 0 auf 50.000 zu kommen. Aus diesem Grund geht es in diesem Abschnitt um finanzierte Handelsgeschäfte. Hast du die einzelnen Schritte des Weges zur finanziellen Freiheit bisher konsequent abgearbeitet? So ist dies dein nächster Schritt. Natürlich habe ich mein Vermögen mit finanzierten Immobilienhandelsgeschäften verdient. Hier müssen wir aber Folgendes unterscheiden. Auf der einen Seite Handel von Immobilien, also gewerblicher An- und Verkauf, und auf der anderen Seite finanzierte Immobilien zur Bestandshaltung in privater Vermögensverwaltung. Beides fasse ich hier aber unter der Überschrift finanzierte Handelsgeschäfte zusammen. Du könntest dir die Immobilien ja nicht von deiner Barkasse aus leisten. Aufgrund deiner aufgebauten Bonität und deines Eigenkapitals ist das jedoch nun möglich. Wenn du genauer wissen möchtest, wie ich das gemacht habe, empfehle ich dir die Playlist Interviews auf meinem YouTube-Kanal zu schauen oder den entsprechenden Podcast der Immobilieninvestor-Reihe zu hören. Die Links hierzu findest du am Schluss. Das Tolle bei Immobilien ist, dass du parallel laufende Vermögensmaschinen aufbauen kannst. Damit meine ich, dass du, egal was dein Hauptgeschäft ist, ob du Angestellter bist oder dein Leben mit freiberuflicher Unternehmensberatung, Dienstleistungen oder als Unternehmer bestreitest, immer das Immobiliengeschäft verfolgen solltest, zumindest die Version der privaten Vermögensverwaltung durch Bestandsaufbau. Denn wie wir anfangs ja schon gelernt haben, funktioniert eine Immobilie wie ein Unternehmenskauf. Das Unternehmen, / die Immobilie, zahlt sich durch die Erträge selbst ab. Wenn auch die Zeit üblicherweise gegen dich arbeitet, so arbeitet sie mit Immobilien für dich. Die Inflation ist dein Freund, weil deine Schulden kleiner werden. Jeden Monat sinkt dein Darlehensrestwert, somit steigt dein Vermögen. Da die Mieten in den letzten 30 Jahren immer stärker gestiegen sind als die Inflation, wird der Cashflow mit der Zeit immer besser. Durch geschickte Investitionen kannst du Steuern sparen, ohne dein Geld aus dem Fenster zu werfen. Im Gegenteil, wenn du dich an meine Regeln aus dem Podcast hältst, kannst du mit jedem geschickt investierten Euro 40 Cent von der Steuer zurückbekommen und dabei 2 bis 3 Euro Wertzuwachs erhalten. Wo gibt es das heute noch? Wenn du etwas findest, sag mir Bescheid. Aber der Punkt heißt ja ganz allgemein finanzierte Handelsgeschäfte. Finanzierte Handelsgeschäfte, vor allem wenn der Cashflow Zins und Tilgung deckt, sind echte Geldmaschinen. Wenn du also Unternehmensberater sein solltest, so kann es durchaus sinnvoll sein, Unternehmen mit Kredit aufzukaufen. Wenn du diese dann Wert verbesserst und den Cashflow erhöhst, indem du die Kosten senkst und die Erträge verbesserst, wirst du natürlich sehr viel Geld verdienen können. Bei Firmenkäufen sind die Finanzierungen jedoch wesentlich schwieriger als bei Immobilien. Aus Sicht der Bank sind Immobilien sicherer als Unternehmensanteile. Ich will damit sagen, dass je nachdem, welches Spezialgebiet du hast, durchaus auch andere finanzierte Handelsgeschäfte sehr profitabel sein können. Für die Immobilie gilt, diese Geschäfte sind für jeden geeignet, der das entsprechende Mindset, die Werkzeuge und das entsprechende Know-how hat. Resümee: Je weiter du auf dem Weg zur finanziellen Freiheit kommst, desto größer werden deine Werkzeuge und deine Fortschritte. Während du am Anfang dein Vermögen noch mit dem Eierlöffel aufbauen musst, so hast du bei finanzierten Handelsgeschäften nun einen Schaufelbagger. Natürlich kann man auf wenigen Seiten noch nicht einmal einen normalen Schaufelbagger beschreiben, geschweige denn die komplette Geldmaschine finanziertes Handelsgeschäft Immobilien. Aber auch hierzu findest du alles auf meinem YouTube-Kanal, meinem Podcast, meiner Facebook-Seite und natürlich auf meiner Website, auf der der komplette Content enthalten ist.